Der zweite der drei Geister. Wieder war es 1 Uhr, und da kein Geist erschien, betrat der darüber fast schon beunruhigte Scrooge das Nebenzimmer. Dort waren Wände und Decke mit lebendem Grün behangen, das wie ein richtiger Hain aussah. Blätter von Efeu, Stechpalmen, Mistelzweigen und glänzenden Beeren reflektierten ein geheimnisvolles Licht. Im Herd aus grauer Vorzeit loderte ein so mächtiges Feuer, wie er es seit unzähligen Wintern nicht mehr erlebt hatte. Und auf dem Fußboden waren Wild, Geflügel, Spanferkel, lange Ketten von Würsten, Pasteten, Plumpuddings, Fässer mit Austern, rotglühende Kastanien, rotbackige Äpfel und saftige Orangen zu einer Art Thron aufgebaut und brudelnde Punschgefäße verströmten köstliche Dampfschwaden. Auf diesem Ruhlager saß behaglich ein wunderbar aussehender Riese. Bin der Geist der diesjährigen Weihnacht, sagte er. Voll Ehrfurcht bat Scrooge: Geist, führe mich, wohin du willst. Gestern Nacht ging ich gezwungenermaßen mit und bekam eine Lehre, die jetzt nachwirkt. Berühre meine Umhang. Scrooge tat, wie ihm geheißen, und sie standen am Weihnachtsmorgen auf den Straßen der Stadt. Der Himmel war düster und die Gassen waren von einem schmuddeligen, halbgefrorenen Nebel erfüllt. Dennoch lag eine gewisse Heiterkeit über allem. Sie beobachteten lange das geschäftige Treiben, bis die Glocken alle guten Menschen in die Kirche riefen. Ihr Weg führte sie nun zur Wohnung von Scrooges Angestelltem Cratchit, wo alle Mitglieder der Familie schon von der Vorfreude auf das Weihnachtsessen erfüllt waren. »Es gibt so eine Gans, Martha«, rief einer der Kleinen seiner älteren Schwester zu, die soeben eintrat, gefolgt vom Vater mit dem kleinen Tim auf den Schultern. Mit Jubel wurde der Kleine begrüßt. Er trug eine winzige Krücke und seine Gliedmaßen wurden von Eisenstangen gestützt. Seine beiden jüngsten Geschwister trugen ihn zum Waschhaus, damit er den Pudding im Kessel singen hörte. »Und wie hat sich Tim in der Kirche benommen?«, fragte Mrs. Cratchit. »Sehr brav«, antwortete Bob mit bebender Stimme. »Irgendwie wird er grüblerisch, weil er so viel mit sich allein ist. Auf dem Heimweg sagte er zu mir, dass er hoffe, die Leute in der Kirche hätten ihn gesehen, weil er ja ein Krüppel ist und es für sie gut sei, sich am Weihnachtstag an den zu erinnern, der Lahme, Gehen und Blinde sehen gemacht hat. Währenddessen hatten sich einige der Geschwister auf den Weg gemacht, um die Gans vom Bäcker zu holen. Sie kehrten bald in einem derart feierlichen Zug zurück, als hätten es noch nie eine solche Gans gegeben. Und niemals gab es solch ein Festessen mit Apfelsauce und gestampften Kartoffeln und einem herrlichen Pudding. Endlich war die Mahlzeit beendet. Die ganze Familie setzte sich um den Herd und Bob schenkte das heiße Getränk aus Gin und Zitronen, das er in einem Krug zusammengebraut hatte, mit leuchtenden Augen ein. »Frohe Weihnachten uns allen, meine Lieben«, sagte er, und die ganze Familie stimmte ein. »Geist«, sagte Scrooge mit einem Interesse, das er früher nie gespürt hatte, »sage mir, ob der kleine Tim am Leben bleibt.« »Wenn die Zukunft jene Schatten, die ich sehe, nicht ändert,
wird das Kind sterben. Aber was macht das schon? Wenn es eben sterben muss, sollte es das auch tun und damit den Bevölkerungsüberschuss vermindern. Scrooge ließ den Kopf hängen, als er seine eigenen Worte zitiert hörte, und wurde von Reue und Kummer überwältigt. Plötzlich hörte er seinen Namen. »Mr. Scrooge«, sagte Bob, »auf das Wohl von Mr. Scrooge, dem Spender dieses Festes.« Doch es war die erste Handlung der Cratchits, die nicht Herzliches an sich hatte. Inzwischen wurde es dunkel. Es schneite ziemlich stark. Und ohne ein warnendes Wort stand der Geist mit Scrooge auf einem kahlen, öden Moor, wo nichts wuchs außer Moos und Ginster. Einfache Bergleute lebten an diesem Ort, aber selbst sie waren fröhlich, um ein leuchtendes Feuer versammelt und sangen Weihnachtslieder. Dann war das Meer Ziel der beiden Reisenden, wo auf einem trostlosen Riff ein einsamer Leuchtturm stand. Doch sogar hier wünschten sich die beiden Leuchtturmwärter bei einem Glas Grog frohe Weihnachten. Es folgten noch viele derartige Situationen, und während Scrooge seinen Gedanken nachging, hörte er plötzlich das Lachen seines Neffen. Er und seine Frau verbrachten den Abend im Kreise ihrer Freunde, und alle waren gehobener Stimmung. Sie saßen beim Nachttisch, lachten, musizierten und unterhielten sich mit Spielen. Bei all dem, was er mit ansehen musste, war Scrooge unmerklich so froh und leicht ums Herz geworden, dass er der Gesellschaft gern zugetrunken hätte, wenn ihm der Geist dazu Zeit gelassen hätte. Stattdessen waren sie erneut auf Reisen, in Krankenbetten und in fremde Länder, im Armenhaus und im Gefängnis. Es war eine lange Nacht, wenn es überhaupt nur eine Nacht war. Und während Scrooge äußerlich unverändert blieb, wurde der Geist allmählich sichtbar älter. »Mein Leben auf dieser Erde ist sehr kurz«, erklärte er. »Es geht heute Nacht zu Ende.« Die Uhr schlug 12, und als Scrooge sich nach dem Geist umdrehte, fand er ihn nicht mehr. Stattdessen sah er in einen Kapuzenumhang gehüllte, feierliche Gestalt auf sich zukommen. Der letzte der drei Geister. Langsam, würdevoll und schweigend näherte sich die Erscheinung. Scrooge fiel auf die Knie, denn der Geist schien in der Luft, durch die er sich bewegte, ein geheimnisvolles Dunkel zu verbreiten. Weder sprach er, noch bewegte er sich. »Stehe ich womöglich vor dem Geist der zukünftigen Weihnachten?«, fragte Scrooge. Der Geist gab keine Antwort, wies lediglich mit der Hand nach vorn. Umgehend befanden sie sich an der Börse. Unter Geschäftsleuten, die Scrooge gut kannte und die sich über jemanden unterhielten, der kürzlich verstorben war. »Endlich hat's den alten Geizhals erwischt«, so wurde auch mir gesagt. »Kalt heute, was?« »Sie sind wohl kein Schlittschuhläufer?« »Nein, nein, habe an anderes zu denken. Guten Morgen.« Kein weiteres Wort sonst. Scrooge war zunächst verwundert, dass der Geist offenbar so nebensächlichen Gesprächen Bedeutung beimessen sollte. Und es fiel ihm auch niemand ein, auf den sich der Inhalt hätte beziehen können. Dennoch war er überzeugt, dass sie eine versteckte Lehre enthielten. Danach wurde Scrooge und der Geist Zeugen einer Szene, die sich bei einem Händler zweifelhafter Waren abspielte.
eine Putzfrau, eine Waschfrau und der Gehilfe des Nächtenbestatters breiteten jeder Hausrat vor ihm aus, den sie, wie sich herausstellen sollte, einem Sterbenden gestohlen hatten. Diesem einstigen Halsabschneider galt ihre ganze Verachtung, und Scrooge lauschte mit Entsetzen, als er erkannte, dass der Fall dieses Mannes sein eigener hätte sein können. Wieder hatte der Schauplatz gewechselt. Scrooge prallte entsetzt zurück, denn jetzt stand er in einem kahlen Bett und darauf lag bestohlen und unbewacht, unbeweint und unbeachtet jener tote Mann. Geist, gibt es denn niemanden in dieser Stadt, der wegen dieses Mannes Tod ein Gefühl aufbringt? Die Erscheinung breitete ihren dunklen Umhang wie einen Flügel vor ihm aus und ließ, als sie ihn wegzog, ein paar in einem Zimmer sichtbar werden. Diese armen, aber ehrlichen Leute würden nun nicht länger wegen ihrer Schulden drangsaliert werden. Die einzige menschliche Regung, die der Tod des Mannes verursacht hatte, war die der Erleichterung. Lass mich etwas mit Gefühl sehen, das mit dem Tod eines Menschen verknüpft ist, sagte Scrooge. Oder dieses düstere Zimmer wird mir stets vor Augen stehen. Und so betraten sie das Haus des armen Bob Cratchit und fanden die Mutter mit den Kindern um das Feuer gescharrt. Still, sehr still. Es ist nun wirklich an der Zeit, dass euer Vater nach Hause kommt, sagte Miss Cratchit, beunruhigt. Ich glaube, Mutter, an den letzten Abenden ist er etwas langsamer als sonst gegangen, antwortete Peter. Ich weiß noch, wie schnell er mit dem kleinen Tim auf der Schulter gelaufen ist. Ich auch, rief Peter. Oft. Ich auch, rief ein anderer. Alle wussten es, aber er war sehr leicht zu tragen. Sein Vater hatte ihn so geliebt, dass es keine Mühe für ihn war, gar keine Mühe. Endlich stand der Vater vor der Tür, doch selbst das fröhlichste Willkommen konnte sein Kummer nicht mildern. Mein kleines Kind, weinte er, und jeder in der Familie fühlte wie er. Scrooge war sehr bewegt. Geist, etwas teilt mir mit, dass unser Abschied bevorsteht. Sage mir, welcher Mann war das, den wir tot haben liegen sehen? Die Erscheinung wies die Richtung. Sie zog vorbei ans Scrooge-Geschäftshaus. Doch ihr Ziel war ein bestimmtes Grab auf dem Friedhof. Scrooge kroch zitternd darauf zu und las dem Stein des vernachlässigten Grabs seinen eigenen Namen, Ebenezer Scrooge. Bin ich der Mann, der auf dem Bett lag? Der Finger zeigte vom Grab auf ihn und wieder zurück. Nein, Geist. Oh nein, rief er. Ich bin nicht mehr der, der ich einmal war. Gib mir die Gewissheit, dass ich all diese Schatten, die du mir gezeigt hast, durch ein gewandeltes Leben ändern kann. Die gütige Hand zitterte zum ersten Mal. Ich will Weihnachten in Ehren halten und versuchen, es das ganze Jahr hindurch zu tun. Ich will mich nicht vor den Lehren, die ihr Geister mir erteilt, verschließen. Oh, sage mir, dass ich die Schrift auf diesem Stein löschen kann. In seiner Todesangst ergriff er die Geisterhand, so stark war sein Begehren. Doch der Geist stieß ihn zurück, während er seine Hände zu einem letzten Gebet erhob, damit sich sein Schicksal wende. Sah er, wie die Erscheinung sich veränderte. Sie schrumpfte ein, fiel zusammen und verschwand in einem der Bettpfosten. Das Ende vom Lied. Ja, und
Ja, und es war sein eigener Bettpfosten. Das Bett war sein eigenes. Das Zimmer war sein eigenes. Das Beste und Beglückendste aber war, dass die vor ihm liegende Zeit sein war, um Geschehenes gut zu machen. Oh, Jacob Marley, der Himmel und die Weihnachtszeit seien gepriesen. Das sage ich auf meinen Knien, alter Jacob, auf meinen Knien. Mich gibt es noch und die Schattendinge, die hätten sein können, sollen gebannt werden. Ich bin leicht wie eine Feder, glücklich wie ein Engel, ausgelassen wie ein Schuljunge und mir ist schwindelig wie ein Betrunkener. Jedem frohe Weihnachten, der ganzen Welt, ein glückliches neues Jahr. Hey, hallo! Er war in das Wohnzimmer hineingehüpft und stand nun da, völlig außer Atem, da sämtliche Kirchenglocken läuteten, sah er aus dem Fenster. Was ist heute für ein Tag, mein lieber Freund? Rief Scrooge einem Jungen hinterher. Na, Weihnachten! Ich habe es also nicht verpasst. Demnach haben die Gäste alles in einer Nacht erledigt. Und er beauftragte den Jungen, einen Truthahn zu besorgen und ihn der Familie Cratchit zu liefern. Ein Truthahn, zweimal so groß wie der kleine Tim, aber sie sollen nicht wissen, wer ihn geschickt hat. Scrooge zog seinen allerbesten Anzug an und ging auf die Straße. Er sah so unwiderstehlich vergnügt aus, dass drei oder vier gut gelaunte Burschen sagten: Guten Morgen, Sir, ein frohes Weihnachtsfest. Auf seinem Weg begegnete Scrooge einem der Bittsteller, denen er am Vortag die Tür gewiesen hatte, und er verblüffte den alten Herrn mit einer großzügigen Spende. Er ging zur Kirche, lief durch die Straßen und besuchte schließlich seine Neffen. Ich bin's, dein Onkel Scrooge. Ich bin zum Essen gekommen. Lässt du mich herein, Fred? Beide sein Neffe und dessen Frau waren verblüfft, doch sie hießen ihn herzlich willkommen. Es wurde ein wundervoller Abend. Aber am nächsten Morgen war er zeitig im Büro, um es zu erleben, dass Bob Cratchit volle 18,5 Minuten zu spät kam. Frohe Weihnachten, Bob. Ein fröhliches Weihnachtsfest, lieber Bob, als ich Ihnen so manches Jahr bereitet habe. Ich werde Ihr Gehalt erhöhen und mich bemühen, Ihr hart ringen der Familie zu helfen. Und wir wollen Ihre Angelegenheiten heute Nachmittag bei einem Glühwein besprechen. Heizen Sie tüchtig ein und kaufen Sie noch einen Kohlekasten, bevor Sie auch noch ein Tüpfelchen auf ein i setzen. Der kleine Tim musste nicht sterben und Scrooge wurde sein zweiter Vater. Und ein guter Freund, ein guter Vorgesetzter, ein guter Mensch, wie ihn eine gute alte Stadt nur kennen konnte. Einige lachten, als sie die Veränderung an ihm bemerkten, aber er ließ sie lachen, denn er war klug genug zu wissen, dass nichts Gutes auf der Welt geschah, was nicht zunächst von einigen Leuten belacht wurde. Sein eigenes Herz lachte, und das genügte ihm voll und ganz, und es wurde ihm stets nachgesagt, wenn überhaupt ein lebender Weihnachten zu feiern verstünde, dann er. Möge dies auch von uns ehrlich gesagt werden. Und so segne Gott einen jeden von uns. Das war die Geschichte von Ebenezer Scrooge, eine Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens, die gekürzte Fassung. Dann bedanke ich mich bei euch dafür, dass ihr meinem Erzählen gelauscht habt und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ein Däumchen nach oben sollte das der Fall gewesen sein. Habt noch einen angenehmen fürstlichen Tag. Man sieht sich in einem anderen Adventskalendertürchen, wenn mich nicht alles täuscht.
Na dann. Morgen geht es wahrscheinlich weiter mit der Ninilein. Bis dahin. Ciao, ciao.